Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, auch wenn jetzt so ganz wenige da sind. Eine Premiere für mich, eine Premiere für euch. Wir haben eben das Lied gesungen, Gott ist immer noch Gott. Und ich habe heute ein Thema, was völlig anders klingt, nämlich was für einen Gott und was für Christen braucht eine kaputte Welt? Eigentlich würde man ja denken, was für Menschen wünscht sich Gott? Und ich drehe das einfach mal rum. Wir wollen heute so ein bisschen durch den Titusbrief gehen. Und der Titusbrief fängt mit Gott an, aber ich fange ein bisschen weiter hinten an, nämlich mit der kaputten Welt. Und zwar im Titusbrief Kapitel 1 ab Vers 10 wird die Situation beschrieben. Es gibt viele Aufsässige, Hohlschwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen muss, die ganze Häuser zerrütten, indem sie wegen schändlichen Gewinns lehren, was man nicht darf. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Also hier wird eine Gesellschaft beschrieben. Es geht um Juden, aber es geht auch um die Kreter. Und sie werden beschrieben als Aufsässige, als Hohlschwätzer, als Leute, die nur dummes Zeug von sich geben, als Betrüger, besonders aus der Beschneidung, und als Leute, die immer Lügner sind, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Also nichts tun, faul rumhängen, lügen von morgens bis abends. Und der Apostel Paulus sagt das mit so einer bisschen Ironie. Einer von ihren eigenen Propheten, das war Epimenides, hat gesagt, genauso sind die Kreter. Kreter lügen immer. Das ist natürlich merkwürdig, wenn ein Kreter die Wahrheit sagt, wo Kreter doch immer lügen. Man merkt so ein bisschen dieses Augenzwinkern vom Apostel Paulus. Das ist übrigens der gleiche Prophet, der Kreter, der in Athen war, als diese Seuche ausgebrochen ist. Und die Athener haben um Hilfe gerufen, was sollen wir machen? Es gibt eine Seuche, ganz aktuell, sind viele, viele Menschen gestorben und sie haben alle Götter angerufen und es hat nichts geändert. Und dann haben sie Epimenides aus Kreta gerufen und der hat gesagt, vielleicht gibt es einen unbekannten Schöpfergott. Baut doch Altäre. Und sie haben dann 100 Altäre, ich glaube 100 waren es, ich weiß nicht, 50 oder 100, 100 Altäre gebaut und sie haben Schafe 2 Tage in den Stall eingesperrt und sie haben dann gesagt, wenn es diesen Schöpfergott gibt, dann soll er dafür sorgen, dass die Schafe rausgehen, obwohl sie nichts zu fressen hatten und nicht fressen. Und dann haben sie diese Schafe auf 100 Altären geopfert und auf den Altären stand dem unbekannten Gott. Und als der Apostel Paulus nach Athen kommt, gibt es noch einen von diesen Altären und er redet von diesem unbekannten Gott. Und Epimenides, dieser Prophet aus Kreta, dieser Philosoph war das in griechischen Augen, der hat eben gesagt, es muss so einen Schöpfergott geben. Also um diesen Epimenides geht es und um sein eigenes Volk. Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. So eine Gesellschaft, was für einen Gott braucht sie? Und es ist ganz interessant, wie der Titusbrief anfängt. Ich lese mal die ersten 4 Verse. Paulus, Sklave Gottes, zugleich aber Apostel Jesu Christi, entsprechend dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit entspricht. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der nicht lügende Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also Gott wird eingeführt als ein Gott, der nicht lügend ist. Ein Gott, der nicht lügen kann, wird es auch oft übersetzt. Also eine Gesellschaft von kaputten Menschen braucht einen Gott, der die Wahrheit sagt. Stellt euch vor, wir hätten einen Gott, auf den wir uns nicht verlassen können. Ein Gott wie Allah, der mal so und mal so sagt. Der Apostel Paulus sagt, unser Gott, der lebendig ist, ein Gott, der nicht lügen kann. Ich lese nochmal. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das der nicht lügende Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seinen Zeiten oder zu der von ihm festgesetzten Zeit, aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, mit der ich betraut worden bin, auf Anordnung unseres Heiland Gottes. Das Zweite, was wir von Gott lesen, das ist interessant, das kommt 6-mal im Titusbrief vor. Gott ist ein Heilandgott. Was braucht eine kaputte Welt? Sie braucht einen Heilandgott, oder? Man kann das auch mit Retter übersetzen, aber im Titus passt Heiland richtig gut. Wir werden nämlich gleich noch sehen, im Titusbrief geht es sehr viel um Heiland und um Gesundsein. Also eine kaputte Welt braucht einen Heilandgott. Und es ist interessant, das taucht immer paarweise auf. Es gibt einen Heilandgott und dann kommt immer Jesus Christus, unser Heiland.
Also der Titusbrief macht ganz, ganz deutlich, dass dieser Heiland Gott Jesus Christus ist. Ich lese gerade mal weiter. Auf Anordnung unseres Heiland Gottes, Titus, meinem echten Kind, entsprechend unserem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. Also 6-mal Heiland und immer als Paar. Der Heiland Gott, der Jesus Christus ist. Wir werden sehen, dass das für uns eine ganz wichtige Bedeutung hat. Ich habe ja gesagt, mein Thema ist, was benötigt eine kaputte Welt für einen Gott und für Christen? Wie müssen wir leben in einer kaputten Welt? Und auch das zeigt uns der Titusbrief. Also erstmal, unser Gott ist ein Gott, der nicht lügen kann, auf den wir uns verlassen können in einer Welt voller Lüge. Und zweitens, Gott ist ein Heilandgott. Lesen wir weiter in Kapitel 2. Also ich springe jetzt 2-mal so durch den Brief und nehme immer ein paar Abschnitte, um so Linien aufzuzeigen. Es wäre ganz schön, wenn man hinterher den Brief nochmal am Stück lesen würde, weil dann die Puzzlesteine richtig gut zusammenfallen. Kapitel 2, ich lese ab Vers 9, es geht vor allen Dingen um Vers 11 und 12. Die Sklaven ermahne, sich ihren eigenen Herren in allen Dingen unterzuordnen, wohlgefällig zu sein, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes, in allen Dingen schmücken. Also hier wird gesagt, wie Sklaven sich verhalten sollen, damit sie einen Heiland Gott ehren, schmücken. Und es geht weiter. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und erzieht uns, damit wir, nachdem wir die Gottseligkeit und die weltlichen Lüste einmalig zurückgewiesen haben, besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus erwarten. Auch hier haben wir wieder, sie sollen die Lehre unseres Heilandgottes zieren. Und dann kommt unser Heilandgott. Und es ist ganz interessant, wie das eingeführt wird in Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Wie ist Gottes Gnade erschienen? Ihr dürft gerne antworten. Also das ist ein bisschen das Problem, wenn so wenig Leute da. Predigt ist eigentlich immer interaktiv. Man guckt, wie reagieren die Leute, kriegen die mit, was ich sage, machen die komisches Gesicht. Wie ist die Gnade Gottes erschienen? In Christus Jesus, unserem Herrn. Also hier geht es nicht um eine abstrakte Gnade, sondern der Heiland Gott zeigt seine Gnade, indem er Mensch wird, indem er der Heiland Jesus Christus wird. Merkt ihr was? Abstrakt, es gibt einen Heiland Gott. Schön, oder? Im Himmel sitzt Gott und er ist ein Retter und er würde die Menschen gerne retten, aber es geht halt nicht, weil sie Sünder sind. Und jetzt wird Gottes Gnade offenbar, indem Jesus Christus Mensch wird. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringt allen Menschen und erzieht uns. Zu diesem Erziehen komme ich im nächsten Durchgang. Wenn wir uns angucken, wie wir Menschen als Christen sein sollen im Kontext einer kaputten, verdorbenen, verlogenen Welt. Also der Heiland Gott wird in Christus Mensch und er zeigt seine Gnade allen Menschen. Vers 12 am Ende heißt es dann, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus erwarten. Also auch hier, unser Heiland Gott wird in dem Herrn Jesus erscheint in dem Herrn Jesus und er wird wiederkommen, ebenfalls in dem Herrn Jesus. Also eine kaputte Welt braucht einen Heiland Gott, der konkret wird, der in die Welt eingreift. Es nützt nichts, ein Heiland Gott, der irgendwo im Himmel sitzt. Kapitel 3. Ich lese nochmal ab Vers 1, da sehen wir nämlich auch, wir waren genauso kaputt als Christen vorher, wie diese Menschheit. Wie diese Welt. Und dann kommt unser Heiland Gott. Kapitel 3, Vers 1. Erinnere sie, Obrigkeiten und Gewalten unterzuordnen und zu gehorchen, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemanden zu verleumden, nicht streitsüchtig zu sein, freundlich,
allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten vielfältigen Begierden und Lüsten, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Wir waren genauso Kreter, oder? Lügner, faule Bäuche, wir haben an unseren Bauch gedacht, nicht an andere. So, und jetzt stellt euch mal vor, Gott ist genauso. Er denkt an seinen Bauch. Was würde Gott machen? Eine Atombombe werfen oder sowas, oder? Ende Gelände, neue Schöpfung, einfach vernichten. Aber Gott ist völlig anders und das zeigt den Kontrast zwischen einer verlorenen Welt und Gott, der einfach ein Heilandgott ist. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandgottes erschien. Wie ist denn die Güte und die Menschenliebe Gottes erschienen, des Heilandgottes? In dem Herrn Jesus, oder? Und hier haben wir wieder der Heilandgott und wir werden sehen, gleich kommt der Heiland Jesus Christus. Gottes Heilandliebe, Menschenliebe, Güte wird ganz konkret in dem Herrn Jesus. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heilandgottes erschien, rettete er uns. Nicht aufgrund von Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern wegen seiner Barmherzigkeit. Also größer kann der Kontrast nicht sein, oder? Eine völlig kaputte Welt und ein Heilandgott, dessen Wesen ist, zu retten, heil zu machen, der voller Güte und Menschenliebe ist. Und zwar zu diesen kaputten Leuten. Und das wird auch was für unseren Auftrag bedeuten. Das gucken, kommen wir im nächsten Durchgang. Er rettete uns nicht aufgrund von Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten. Er ist nicht gekommen, weil wir gut waren, weil wir irgendwas getan hatten. Die Zeitform ist klar, hier ist getan hatten, Plusquamperfekt. Die Güte und Menschenliebe erschien nicht, weil wir vorher irgendwas geleistet hätten. Sondern warum? Sondern wegen seiner Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist einfach eine völlig unverdiente Zuwendung. Barmherzig mit jemandem sein heißt eigentlich, er hat es eben nicht verdient. Wir waren Menschen, verlogen, kaputt, egoistisch, ungehorsam, unverständig, voller Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Und genau zu diesen Menschen wird Gott Mensch, Heiland Gott. Wegen seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad oder die Waschung der Wiedergeburt und Umgestaltung durch den Heiligen Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Also Gott kommt in diese kaputte Welt, wird selbst Mensch, aber er wird nicht kaputt. Und er fängt an, uns zu verändern. Er schenkt uns neues Leben, das Bad der Wiedergeburt. Völlig anders. Hier ist nicht mit gemeint die Taufe der Wiedergeburt, sondern hier ist mit gemeint, dass unser Leben verändert wird, wie einem Bad, was sich komplett reinmacht. Ähnlich so wie der Herr Jesus das bei der Fußwaschung dem Petrus sagt, wer gebadet ist, der muss nicht neu gebadet werden, der muss sich ab und zu die Füße waschen. Und so ist das ein völliger Neuanfang. Und Umgestaltung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat. Also hier gibt es eine einmalige Sache, das ist das Bad, und eine dauerhafte Sache, nämlich der Heilige Geist ist immer noch dabei, uns umzugestalten. Das ist keine Sache, die bei der Bekehrung passiert ist, sondern eine, oder die hat er angefangen, aber keine, die zu Ende ist. Den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Wie kann ich heil werden? Ich habe einen Heiland, oder? Der seinen Geist über mich ausgießt, der in uns wohnt, wie das Johannes 14 sagt, der uns verändert. Vielleicht einen kleinen Nebengedanken zum Thema der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird in Johannes 14 ja auch der Anwalt genannt. Und jetzt stellt euch vor, ich sage dir, Sebastian, ich schicke dir meinen Anwalt. Was hat der Anwalt, warum schicke ich dir meinen Anwalt? Dann wirst du wahrscheinlich anfangen, was weiß ich, Kieferklapper, Knie zittern. Irgendwas hat er vor, oder? Aber ein Anwalt setzt die Rechte dessen durch, der ihn schickt. Gott schickt uns seinen Heiligen Geist als Anwalt, weil er Gottes Recht in unserem Leben durchsetzen möchte. Gott möchte uns Menschen so umgestalten, wie er uns haben möchte. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes in unserem Leben,
dass er uns so zurechtbiegt, zurechtbringt, verändert, wie Gott es in unserem Leben möchte. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes in uns, oder eine. Er ist auch Tröster und so weiter. Er hat auch andere Aufgaben. Aber eine Sache ist, er möchte uns eben umgestalten. Hier steht es, die Umgestaltung durch den Heiligen Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Also ich fasse den zweiten Teil nochmal zusammen. Wir haben uns die kaputte Welt angeguckt. Wir haben gesehen, was für einen Gott braucht diese Welt. Sie braucht einen Gott, der absolut wahrhaftig ist, auf den man sich verlassen kann. Und es ist interessant, dass Gott sich gebunden hat. Gott ist nicht absolut souverän und frei in dem, was er tut, sondern er hat sein Wort gegeben und er hat sich verpflichtet, sein Wort zu halten. Da hat ihn keiner zu gezwungen, aber Gott wird sein Wort halten. Jede Verheißung, die er gegeben hat, wird er definitiv einhalten, weil er ein Gott ist, der nicht lügen kann. Es gibt ja immer diese blöden Sprüche, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht mehr heben kann, und dann ist er nicht allmächtig. Das ist ein philosophischer Schwachsinn. Ja, weil wenn Gott einen Stein schaffen kann, den er nicht heben kann, impliziert die zweite Aussage, den er nicht heben kann, dass er nicht allmächtig ist. Das macht gar keinen Sinn, die Aussage. Darum geht es nicht. Gott ist der Allmächtige. Er ist der Allweise. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ist er absolut zuverlässig. Er hält sich an das, was er in seinem Wort versprochen hat, in jedem Punkt. Und das ist richtig gut so, dass wir einen Gott haben, mit dem wir rechnen können, auf den wir uns verlassen können. Gerade bei Leuten, die kaputt sind. Unsere zweite Tochter macht gerade Examen in der Lernhilfeschule. Und ihr glaubt nicht, wie wichtig das für kaputte Kinder ist, dass sie jemanden haben, auf den sie sich verlassen können. Das wird eine ziemliche Katastrophe sein, wenn die jetzt vielleicht nach 5 Wochen, wo sie zu Hause waren, wieder in die Schule kommen. Melina sagt, das dauert in der Regel 1-2 Wochen, bis man mit denen arbeiten kann. Und dann macht sie irgendwann ihr Examen. Das wird schwierig. Aber das zeigt, sie brauchen jemanden, auf den man sich verlassen kann. Kaputte Menschen brauchen jemanden, wo sie geborgen sind, wo sie Halt haben können. Und unser Gott ist so jemand. Ein Gott, der ein Heilandgott ist, der dein Heil möchte. Ein Gott, auf den du dich verlassen kannst. Also, was für ein Gott braucht eine kaputte Welt? Genau unseren Gott, oder? Den Gott der Bibel, den einzig wahren Gott. Gott ist immer noch Gott und gut, dass er so ist, wie er ist. Und jetzt im dritten Durchlauf vom Titusbrief, was für Menschen sollten wir denn dann sein? Was für Christen braucht eine kaputte Welt? Das muss irgendwas mit unserem Gott zu tun haben, oder? Wir gehen nochmal zu Kapitel 1. In dieser kaputten Situation, dieser Insel Kreta, wird dem Titus gesagt, dass er in Ordnung bringen soll, was noch fehlt in den Gemeinden. Kapitel 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, dass du das Fehlende noch in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, wie ich es angeordnet hatte. Also es braucht eine Struktur, es braucht Älteste, die Verantwortung übernehmen. Ich will jetzt nicht alle Kriterien der Ältesten durchgehen. Mir geht es auch nicht darum, irgendjemand von euch nachzuweisen, du bist eigentlich gar kein Ältester oder was weiß ich was, darum geht es nicht, sondern ich möchte auf 2 Dinge zu sprechen kommen. Und zwar in Kapitel 1, Vers 8. Also erst wird gesagt, was sie alles nicht sein sollen, nicht selbstgefällig und so weiter. Und dann heißt es weiter, sondern gastfreundlich, das Gute lieben, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, der Lehre gemäß an dem zuverlässigen Wort festhalten, damit er in der Lage ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also Älteste, die besondere Verantwortung in der Gemeinde haben, sollen das Gute lieben. Das heißt natürlich auch, dass sie Gott lieben sollen, oder? Wer ist der Gute? Niemand außer Gott. Der zweite Punkt, darum geht es mir jetzt ganz besonders, ist besonnen. Besonnen heißt eigentlich mit gesundem Verstand, ausgewogen. Wisst ihr, ein Heilandgott möchte unser Denken verändern, dass wir gesund sind in unserem Denken, dass wir nicht extrem sind in unserem Denken,
Das ist gerade für Älteste ganz besonders wichtig, dass sie ausgewogen sind, dass sie nicht Partei ergreifen. Also eine kaputte Welt braucht Christen, die gesund denken können, gesundes Sinn haben, gesunde Einstellung haben. Sie dienen Gott mit gesundem Verstand. Und das bedeutet auch, dass sie ihre Freiheit einschränken. Ähnlich wie Gott das gemacht hat. Gott hat seine Souveränität eingeschränkt, indem er sich an bestimmte Dinge gebunden hat. Wo er gesagt hat, das mache ich so. Und genauso sollen wir auch, wenn wir einen gesunden Sinn haben, wenn wir ausgewogen sind, unsere Freiheit einschränken. Dienen heißt immer, ich schränke meine Freiheit ein, oder? Sebastian arbeitet im Krankenhaus und er schränkt seine Freiheit ziemlich ein. Das ist einfach so. Ja, weil das ist Dienst an Menschen. Es ist vieles anderes auch Dienst an Menschen, aber da wird es vielleicht besonders deutlich. Da kommt ein Unfallwagen vorgefahren, 10 Minuten bevor er Dienstschluss hat. Sagt Sebastian, ich gehe nach Hause, mein Dienst ist rum, oder? Dienst schränkt ein. Und Ältestendienst ist ein Dienst, der die Ältesten einschränkt. Vor allen Dingen, wenn sie besonnen sind. Und das Zweite, Vers 9, ich sage nicht, dass die anderen Sachen unwichtig sind. Ich möchte nur auf diese zwei wesentlichen Punkte kommen. Der Lehre gemäß an dem zuverlässigen Wort festhaltend, damit er in der Lage ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Fällt euch was auf? Der Lehre an dem zuverlässigen Wort festhalten. Unser Wort ist Gottes Wort. Und wenn Gott ein nicht lügender Gott ist, dann ist sein Wort absolut zuverlässig, oder? Also wenn ihr wüsstet, der Rainer lügt nie, unter keinen Umständen, egal wie es ihm an den Kragen geht, dann könntet ihr euch ziemlich auf mich verlassen, oder? Das Problem ist einfach, dass ich wie ihr ein sündiger Mensch bin und dass es Situationen gibt, wo man die Hälfte der Wahrheit sagt und damit lügt. Kennt ihr wahrscheinlich alle aus eurem Leben. Nur das Positive, das andere, das sagt man lieber gar nicht. Älteste sollten ganz besonders sich dadurch auszeichnen, dass sie das zuverlässige Wort festhalten. Und es ist noch was Interessantes. Damit er in der Lage ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Hier wird gesagt, die biblische Lehre ist eine gesunde Lehre. Unser Heiland Gott macht gesund. Und wie macht er gesund? Durch sein Wort. Durch die gesunde Lehre. Und eine kaputte Welt braucht gesunde Christen. Die braucht dringend gesunde Christen, die zuverlässig sind. Und sie sind dann zuverlässig, wenn sie sich an Gottes Wort festhalten. Und wenn sie Gottes Wort studieren. Weil die gesunde Lehre einmal von sich aus gesund ist, man könnte aber auch sagen, es ist eine gesund machende Lehre. Gottes Wort verändert und macht gesund. Stellt euch vor, das einzige Wort Gottes, was Menschen in eurer Umgebung sehen oder lesen, ist dein Leben. Was für ein Wort Gottes lesen sie? Oder stell dir vor, das Einzige, was Menschen von Gott wahrnehmen, ist das, was Gott in deinem Leben verändert. Was für ein Gott transportieren wir? Von welchem Gott redet unser Leben? Von einem Heiland-Gott, der gesund macht? Ich meine, es geht mir nicht darum, dass er körperlich gesund macht. Ich bin da auch absolut kein Charismatiker oder was auch immer. Es geht darum, dass unser Denken gesund wird und dann unser Handeln. Und es ist interessant, wenn wir die verschiedenen Personengruppen in Kapitel 2 uns gleich angucken, dass es immer wieder um besonnen und gesund geht. Das zieht sich durch den ganzen Titusbrief. Gott möchte Menschen haben, die besonnen sind und die gesund sind in ihrem Denken, in ihrem Handeln. Die von einem Heiland Gott reden durch ihr Leben. Gucken wir weiter. Springen zu Kapitel 2, Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Haben wir es wieder. Eine Lehre, die gesund ist und die gesund macht. Wie kann ich in Seelsorge Menschen verändern? Ich so und so nicht. Aber wie können Menschen verändert werden?
durch eine gesunde Lehre, oder? Dass wir Dinge reden, die Gottes Wort sagen, die heil machen. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Das heißt, mein Reden soll geprägt sein von Gottes Wort. Und das geht nur, wenn ich Gottes Wort kenne. Jetzt kommen mehrere Personengruppen. Es beginnt mit den alten Männern. So langsam gehöre ich auch zu diesen alten Männern. Bin zwar noch nicht in Rente, aber so ganz lang ist es nicht mehr. Dass die alten Männer nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, gesund in der Liebe, gesund im Ausharren. Dies gesund habe ich da zugesetzt, aber von dem Satzbau meint es eben gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Also das Gesund bezieht sich auf alle drei Dinge. Also erstens nüchtern. Das meint jetzt nicht unbedingt in dem Sinne nicht besoffen sein, sondern in ihrer Lebenseinstellung nüchtern sein. Weise sein, Dinge gut beurteilen. Besonnen, und wir haben schon gesehen, besonnen bedeutet mit gesundem Verstand, mit gesundem Herzen, mit gesunden Entscheidungen. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist es, dass ich geprägt bin von einer gesunden Einstellung. Gesund im Glauben. Ausgewogen im Glauben. Also das ist kein Glaube, der, ich will nicht zu viel über die Charismatiker sagen, aber ein Glaube, der unnüchtern ist, der einfach den Leuten was erzählt. Wir hatten einen Schülerbibelkreis und dann wurde von einer bestimmten Gruppe gesagt, wenn ihr Christen seid, dann habt ihr keine Probleme mehr. Das ist eine Katastrophe, das stimmt einfach nicht. Das ist kein gesunder Glaube. Eine Klassenkameradin von mir hat aufgrund dieser Sache eine Weile später Selbstmord begangen, weil sie sehr wohl Probleme im Glauben hatte und einfach nicht fertig geworden ist. Das ist kein gesunder Glaube. Ein gesunder Glaube stützt sich auf ein gesundes Wort Gottes und wird konkret im Leben. Gesund in der Liebe. Es geht um eine geistliche Liebe, nicht um eine emotionale, erotische Liebe oder sowas, sondern dass gerade alte Männer, ihr kennt das vielleicht, diese Altersmilde, das ist manchmal nicht gut. Man wird einfach alt und man ist geduldiger, man ist milder und man lässt alles durchgehen. Alles durchgehen ist keine Liebe. Liebe ist eine Liebe, die aus einem gesunden Sinn entspricht und manchmal auch sieht, hier muss ich eine Grenze ziehen, sonst läuft er in sein Unglück. Gesund im Ausharren, in der Geduld, im Darunterbleiben. Also wir sehen, ein Heiland Gott möchte hier auf der Erde Menschen haben, die ihm ähnlich sind, indem sie gesund sind und gesund reden und Gottes gesundes Wort kennen. Ebenso kommen die alten Frauen, lehret, dass die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen nicht verleumderisch sind, nicht Sklavin von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen anleiten, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, rein, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig den eigenen Männern unterwürfig zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also hier wird den alten Frauen nicht gesagt, sie sollen besonnen sein, aber sie sollen die jungen Schwestern anleiten. Und wie leite ich an? Lehren durch Anleiten ist das nämlich hier. Sie sollen die jungen Frauen lehren, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen anleiten. Wie geht denn anleiten? Du machst was mit jemandem zusammen, oder? Du zeigst ihm, wie du das machst und sagst, probier mal. Das ist Anleiten. Und was sollen sie anleiten, ihre Männer zu lieben? Wie kann eine alte Frau anleiten, junge Schwestern anleiten, ihre Männer zu lieben? Relativ einfach, oder? Sie liebt ihren Mann und zeigt das in ihrem Leben. Ihre Kinder zu lieben. Leute, unsere jungen Schwestern haben das so dringend nötig, auch die jungen Brüder. Wie erzieht man Kinder? Das wissen heute viele Leute überhaupt nicht mehr. Sie haben gar keine Vorbilder mehr. Es gab eine Generation anti-autoritäre Erziehung. Die ist zwar rum, aber die nächste Generation weiß nicht, was Erziehung ist. Sie brauchen Schwestern, die anleiten, Kinder zu lieben. Die besonnen sind, die eine gesunde Einstellung haben. Und auch hier, die alten Schwestern, die alten Frauen müssen besonnen sein, um zur Besonnenheit anzuleiten. Stell dir vor, ich will einen von euch zur Besonnenheit einleiten und ihr macht einen Fehler und ich explodiere. So kannst du das doch nicht machen. Ich glaube, du spinnst. Wie kann ich zur Besonnenheit anleiten? Das geht nur, wenn ich besonnen bin. Und hier wird klar, Gottes Plan für seine Leute ist, dass sie Gottes Wort kennen und dass sie besonnen, gesund denken,
verändert werden. Interessant, auch hier kommt Gottes Wort wieder vor, am Ende von dem Abschnitt, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gott möchte Menschen, die so leben, dass Gottes Wort nicht verlästert wird, sondern dass ein Heiland Gott aufstrahlen kann. Jetzt kommen die jungen Männer. Es sind jetzt nicht ganz so viele hier, aber den Sebastian kann man vielleicht noch einigermaßen dazu zählen. Die jungen Männer ermahnen ebenso, besonnen zu sein in allen Dingen, im ganzen Denken, in der ganzen Einstellung ausgewogen zu sein, gesund zu sein, geprägt von Gottes Denken, von einem lebendigen Gott und von seinem Wort. Besonnen zu sein, indem du dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Also wie soll Titus ermahnen? Durch Vorbild, oder? Natürlich auch reden, aber durch Vorbild. Titus soll die jungen Männer an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie man besonnen ist und soll ihnen zeigen, wie man gute Werke betreiben kann. Da komme ich ganz zum Schluss nochmal drauf. In der Lehre Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede. Merkt ihr wieder, eine unverdorbene Lehre. Was ist eine unverdorbene Lehre? Eine gesunde Lehre. Würdigen Ernst, das meint nicht, dass man mit einer biesteren Miene rumlaufen soll, sondern dass wir einfach nicht unbedingt sofort eine Entscheidung treffen, sondern dass wir über Sachen gesund nachdenken, dass man sich auf uns verlassen kann. Dass wir nicht so ein Spring ins Feld sind, der heute das und morgen das sagt. Gesunde, unanfechtbare Rede. Das, was wir sagen, soll gesund sein und gesund machen. Soll weise sein, soll aus Gottes Wort letztlich hervorkommen. Damit der von der Gegenpartei sich schämt, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Wir lesen weiter in Vers 11. Die Sklaven hatte ich den Anfang ja schon gelesen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und erzieht uns, damit wir, nachdem wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste einmalig zurückgewiesen haben, besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Gottes Gnade erzieht uns. Wozu? Zu einem besonnenen Leben, oder? Zu den anderen Sachen auch, ja. Gerecht, gottesfürchtig. Hier steht an erster Stelle besonnen und ich glaube, das ist wirklich der Schwerpunkt von Titus ist, Gott möchte Menschen erziehen, dass sie besonnen sind, dass sie einfach gesund in ihrem Denken sind, dass sie nicht irgendwelche Extremisten sind, dass sie ein Fundament haben. Und ich glaube, gerade in der Zeit wie heute mit Corona ist es wichtig, dass wir Christen besonnen sind, oder? Dass wir auf die Regierung hören, wenn sie sagen, maximal 50 zusammen, das gehört auch dazu, dass wir Vorbild sind. Wir haben zum Beispiel überlegt, was würde passieren, wenn wir mit 130 Leuten in der Gemeinde anfallen? Was würden die Nachbarn sagen? Würden die sagen, die haben aber einen großen Glauben, obwohl Corona ist? Die würden was völlig anderes sagen. Die würden sagen, die riskieren unsere Gesundheit. Ja, und das gehört, glaube ich, dazu, besonnen zu sein. Einfach sich zu überlegen, welche Folgen hat das? Mein Leben, welche Konsequenzen hat das? Wie wirke ich auf anderen? Es geht nicht darum, dass wir menschengefällig sind, aber dass wir uns überlegen, wenn ich lebe, wie ich lebe, welchen Einfluss hat das auf meine Nachbarn, auf meine Freunde? Was denken die über Gott, wenn sie mein Leben angucken? Also nochmal, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Hier haben wir wieder den Heiland Gott, der Heil bringt. In Christus ist sie erschienen. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns auch den Herrn Jesus ganz konkret angucken, wie der gelebt hat. Ich glaube nicht, dass man diese redlined-Worte braucht, das, was der Jesus gesagt hat, ist besonders wichtig, nicht so wichtig wie der Rest der Bibel. Ganz bestimmt nicht. Ich glaube, die Lehrbriefe sind bestimmt genauso wichtig. Aber für das Prägen meines Lebens ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass ich ein gutes Vorbild habe. Mein größtes Vorbild ist der Herr Jesus. Und glaube ich, deshalb steht es hier so, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und erzieht uns. Wie erzieht sie uns denn? Dadurch, dass sie uns erschienen ist, dass wir sie kennenlernen. Das heißt, es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir die Evangelien lesen und mehr begeistert werden von unserem Herrn, mehr beeindruckt werden von ihm, weil das mein Leben verändert. Ich bin ja Lehrer von Beruf. Ich merke das immer wieder, wenn jemand
Bayern-Fan ist, sowas soll es ja auch geben, dann sieht man, wie die Leute rumlaufen. Das prägt. Ich habe einen Schüler, der ist Ronaldo-Fan, das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Aber wenn du mal guckst, wenn der einen Freistoß macht, da glaubst du, er ist Ronaldo, ein bisschen abgespeckt, steht da und versucht, einen Freistoß zu machen. Das prägt einfach. Idole prägen unser Leben. Und mein großes Idol, ich möchte, dass es Jesus Christus ist. Weil das ist der Heiland Gott, der mein Leben verändern kann und gut verändert. Er möchte, dass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus erwarten. Das kommt noch dazu. Wir leben ja nicht nur im Hier und Jetzt, sondern wir haben eine Perspektive auf die Zukunft. Eines Tages werde ich den, den meine Seele liebt, von Angesicht zu Angesicht sehen. Darauf warte ich. Ich komme zu einem letzten, nämlich zu dem Thema gute Werke. Das ist etwas, was im Titusbrief auch ganz häufig vorkommt. Ich werde nur drei von den Stellen lesen, nämlich die erste kommt jetzt direkt danach. Unser Heiland Gott, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und uns für sich selbst reinigte zu einem Eigentumsvolk, das eifrig ist im Tun von guten Werken. Warum bist du gerettet? Damit ich nicht in die Hölle komme. Ja, das, als Kind war das mein erster Gedanke. Ich will mich bekehren, damit ich nicht in die Hölle komme. Aber hier sagt der Apostel Paulus was anderes. Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Er will uns also rausholen aus dieser kaputten Welt. Wir sollen anders sein. Und uns für sich selbst reinigte zu einem Eigentumsvolk. Also der Jesus möchte Menschen haben für sich selbst. Er hat mich gekauft. Weißt du, wenn ich zum Aldi gehe und kaufe mir eine Dose Eis, dann kaufe ich das für mich, vielleicht auch für die Familie. Aber ich kaufe das nicht für das Eis, oder? Das Eis wird hinterher weg sein, eine Weile später. Ich kaufe das für mich. Und hier wird gesagt, unser Heiland Gott, Jesus Christus, hat uns losgekauft von aller Gottlosigkeit und uns für sich selbst gereinigt zu einem Eigentumsvolk, das eifrig ist in guten Werken oder im Tun von guten Werken. Achso, ich bin in Kapitel 2, Vers 14. Und das gibt eine andere Perspektive, oder? Wenn ich an Heiland denke, dann denke ich ganz oft dran, das hat er für mich getan. Stimmt, hat er. Aber hier wird deutlich, dieser Heiland Gott hat auch was mit mir vor. Und Gott, die Welt braucht genau solche Menschen, die heil geworden sind, die einem Gott dienen wollen, der ein Heiland Gott ist, die gereinigt sind, die anders sind, die dem gehören, der ein Heiland Gott ist und die eifrig sind im Tun von guten Werken. Also mit anderen Worten, der Jesus möchte Leute wie sich auf der Erde haben, die er verändert durch seinen Geist, die für ihn da sind und die deshalb gute Zeugen sind, weil sie ihm ähnlich sind. Und die sind eifrig in guten Werken. Und gute Werke ist ein relativ breites Spektrum. Gute Werke kann was ganz Normales sein. Wirklich einer Oma über die Straße helfen kann ein gutes Werk sein. Christen sollen sich auszeichnen dafür, dadurch, dass sie gute Werke tun. Aber nicht um der Werke willen, sondern für ihren Herrn. Wir gehören unserem Herrn. Und deshalb ist ein gutes Werk auch nicht unbedingt eine Oma über die Straße bringen. Merkt ihr den Unterschied, was ich sagen will? Wenn ich ein Eigentum meines Herrn bin, dann ist ein gutes Werk das, was er mir aufgetragen hat, oder? Also ein guter Sklave von mir ist nicht einer, der was anderes macht, als ich möchte. Also ich sage ihm, ich möchte, dass du jetzt die Toiletten reinigst und der denkt, es ist aber viel schöner, wenn ich die Straße kehre. Dann ist es kein gutes Werk, obwohl es vielleicht was Gutes ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht in einen Aktionismus verfallen, um gute Werke zu tun, sondern dass gute Werke die sind, die uns unser Heiland Gott aufgetragen hat, weil wir sein Eigentumsvolk sind. Ich lese weiter in Kapitel 3, Vers 8. Und ihr merkt diese Ähnlichkeit. Das Wort ist zuverlässig. Wir haben einen Gott, der nicht lügen kann. Deshalb ist das, was er sagt, zuverlässig.
Und ich will, dass du auf diesen Dingen dass du diese Dinge mit Nachdruck bekräftigst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Es soll mir wichtig sein, gute Werke zu tun. Es soll mir wichtig sein, für Gott da zu sein, für meinen Erlöser da zu sein. Denn er hat mich gerettet, er will mich verändern, er möchte mein Denken umprägen und er möchte mein Handeln umprägen. Dass ich von einem autonomen Egoisten, denn das ist das Typische für die Kreta, das ist die typische für unsere Gesellschaft, jeder ist sich selbst der Nächste, dass ich anders werde zu einem, der den Willen seines Herrn tun möchte. Trage Sorge, gute Werke zu betreiben. Und ein letztes in Vers 14, Kapitel 3, Vers 14. Aber auch die Unsrigen sollen lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar sind. Der Kontext lese ich vielleicht mal Vers 12 und 13. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzgelehrten, und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit oder rüste sie für die Reise aus, damit es ihnen an nichts fehlt. Aber auch die Unsrigen sollen lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar sind. Hier sind gute Werke, sich um andere Christen zu kümmern, um ihren Dienst zu unterstützen. Also ein gutes Werk ist, Christen, die für den Herrn unterwegs sind, zu unterstützen. Nicht jeder kann in Mission gehen, aber jeder kann Missionare unterstützen. Durch Gebet, finanziell, durch einen lieben Brief vielleicht, der Mut macht. Und hier wird gesagt, wenn du nicht unfruchtbar sein willst, dann bemühe dich um gute Werke. Ich fasse zusammen. Wir leben in einer Welt, die kaputt ist, die verlogen ist, die egoistisch ist, die wirklich kaputt ist. Nicht nur durch Corona. Corona ist da ein Randpunkt. Corona zeigt, wie verdorben wir sind, oder? Wenn du mal in den Laden gehst, dann siehst du, wie verdorben Corona, falsch formuliert, dass diese dünne Zivilisationsschicht bei uns Westlern sehr dünn ist. Und dann gehst du in den Laden und siehst, es gibt kein Klopapier mehr. Es gibt keine Nudeln mehr. Warum? Weil die Menschen Egoisten sind. Hauptsache ich habe. So sind die Menschen. Diese Menschen brauchen einen Gott, der zuverlässig ist, der nicht lügen kann und der heil machen möchte. Und diese Welt braucht Menschen, die von diesem Gott verändert worden sind. Zu Menschen, die weise sind, indem wir sie denken, die gesund denken, die Gottes Wort lieben und danach leben und die im Auftrag ihres Herrn unterwegs sind und gute Werke tun, nämlich die Werke, die Gott vorbereitet hat, damit sie in ihnen leben sollen, wie das im Philipperbrief, glaube ich, steht, Philipper 2. Gut, vielen Dank. Wollen noch zusammen beten. Jesus, wir sind dir so von Herzen dankbar, dass du Mensch geworden bist, dass du gezeigt hast, wie unser Retter, Heiland Gott ist. Dass du Gottes Gnade, Menschenliebe, Barmherzigkeit offenbart hast und Menschen wie uns gerettet hast, die nichts getan hatten für dich, die egoistisch waren, genauso wie die Menschen heute. Und wir wollen dich von Herzen bitten, dass du uns veränderst, dass wir dir ähnlich werden, dass wir von deinem Heiligen Geist umgestaltet werden, dass wir gesund denken, geprägt von deinem Wort. Bitte schenk uns, dass wir dein Wort mehr und mehr lieb gewinnen, lesen, studieren, verändert werden durch dich, durch den Heiligen Geist, durch dein Wort. Gib, dass wir dich als großes Vorbild haben und dass wir dadurch gute Werke tun können für die Welt um uns herum, dass Menschen durch unser Leben, durch unser Anderssein, durch unsere geistliche Gesundheit hingewiesen werden auf einen Heiland Gott. Bitte gib, dass durch uns noch Menschen in dieser Welt gerettet werden. Amen.